Heute machen wir etwas mit Kohl. Hier ist unser Weißkohl. Hier haben wir etwas Speck, ein bisschen Hackfleisch, Rind und Schwein gemischt. Da hinten sind ein paar saure Gurken, da ist ein bisschen Garn. Hier ist ein Brötchen, eine Zwiebel. Die Zwiebel wird richtig schön fein gehackt. Ja, und damit sage ich herzlich willkommen. Ich bin Chef Alemann und heute kochen wir Kohlrouladen. Vielleicht habt ihr es ja schon erkannt. Wir fangen direkt an. So, ich habe den Kohl, halbiert, den Strunk rausgeschnitten. Und mein Topf ist relativ klein. Ich packe den gleich so in den Topf, das zeige ich euch. Und blanchiere den erstmal. Und machen wir mal hier weiter. Hier unsere Schale, tun wir unser Hackfleisch rein. Hier kommt unsere gehackte Zwiebel dazu. Schön fein. Speck. Wir haben hier noch ein Brötchen. Das machen wir auch richtig klein. Spulen wir mal auch vorne. So, unser Brötchen tun wir hier. Die Schale. Ein bisschen etwas Milch dazu. So ein Glas, ein bisschen verrühren, dass das Brot sich ein bisschen vollsaugen kann. So, dann haben wir hier Senf, so eine Spezialzutat, finde ich. Ich liebe Senf. Nehmen wir so einen richtig schönen vollen Esslöffel. Einmal durchrühren. Da kommt ungefähr ein Esslöffel Kümmel dazu. Hier ist unser Brot, das matschen wir jetzt richtig durch. Die restliche Milch wollen wir raus haben. Packen wir jetzt hier so rein. Jetzt kleben wir das hier einfach. Jetzt lassen wir unseren Hack hier ziehen und dann geht es auch gleich weiter. So, unser Wasser kocht. Ich habe jetzt hier unseren halben Kohl. Ich hoffe, das geht gut. Ja, wie ihr sehen könnt, ist mein Topf viel zu klein dafür. Aber ja, wir können das nicht ändern. Wir werden ihn jetzt erstmal so 2-3 Minuten blanchieren von der einen Seite und dann versuchen wir den nochmal zu drehen und blanchieren den von der anderen Seite. Wenn man einen größeren Topf hat, kann man natürlich den ganzen Kohl reinhauen. Ich habe es versucht, die Blätter einzeln abzunehmen und einzeln zu blanchieren, was leider nicht möglich ist, weil er zu eng aneinander liegen, die Blätter. Ja, man sieht, langsam löst sich der Kohl. Wir haben ihn ein, zwei Mal jetzt gedreht. Er ist so etwa 5 Minuten drin, wir warten trotzdem noch, dass sie schön weich werden, die Blätter. Bei so einem kleinen Topf geht das dann doch ein bisschen schwierig. Unser Kohl ist fertig. Wir gießen ihn jetzt hier in ein Sieb und schrecken ihn natürlich ab mit kaltem Wasser. Ja, die sind richtig schön weich, die Blätter. So, ich habe jetzt eins von meinen Blättern hier. Nehmen wir jetzt in unserem Hackfleisch etwas. Setze ich hier rein. Kommt eine schöne saure Gurke dazu. Den Hack da drüber, dass die umhüllt ist. Dann roll ich das so ein hier. Jeder hat da so seine eigene Technik. Ich gebe da jetzt auch nichts vor. Wichtig ist, dass man Kochgarn hat. Dann drehen wir das hier noch ein bisschen rum. Längs. So, man kann das gut sehen hier. Und das war's. Zusammenknoten. Die nächste Schnittstelle. Und das mache ich jetzt mit den restlichen und dann geht's weiter. Unser Wasser kocht. Ich habe jetzt hier meine Rouladenpäckchen. Füllt alle da rein. Was sind denn gerade so rein? Wir drehen die Temperatur runter auf die Hälfte. Wir haben 3 Stufen. Ich drehe auf die 2. Stufe ein bisschen weniger als 2 machen. Deckel drauf. So, wir lassen das jetzt alles
ungefähr eine Stunde köcheln. Ja, es sollte ungefähr reichen, dann ist das Hackfleisch durch. Ja, es geht noch weiter. Wir haben noch ein paar andere Kohlgerichte. Wir haben natürlich den ganzen Kohl, da bleibt natürlich viel über. Wir machen einmal noch einen Krautsalat und eine Kohlsuppe daraus. Ich werde das hier unter dem Video verlinken und falls ihr da noch Interesse habt, könnt ihr euch natürlich diese Rezepte auch noch anschauen. Wir warten, bis das Essen fertig ist und dann guten Appetit. Bis gleich. So, unsere Rouladen kochen hier vorne vor sich hin. Wir wollen natürlich auch noch eine Soße haben. Ich gebe hier in einen kleinen Topf unser Öl. Ich habe hier in etwa 2 Zwiebeln. So ein paar rein, damit ich gleich höre, damit es heiß wird. So, unsere Zwiebeln sind jetzt heiß. Ich gebe da jetzt den Rest dazu. Den braten wir kurz an. Dann geben wir Knoblauch dazu, 2 Knollen. Wir geben Thymian dazu. Ungefähr einen Teelöffel voll. Natürlich Salz, auch so ein Teelöffel. Und jetzt kommt der wichtigste Part, das Tomatisieren. Ungefähr 2 Esslöffel voll. Schön verrühren, dass sich das Tomatenmark mit den Zwiebeln vermengt. Wenn wir das Tomatisieren beenden wollen, schöne dunkle Farbe hier alles angenommen hat. Wir geben jetzt in etwa 200 ml frische Brühe dazu. Wir kochen die mal vor und frieren die ein. Fertig ist das unsere Soße. Ich würde sagen, noch so einen Schuss Pfeffer. Und jetzt lassen wir es einfach köcheln, bis das Wasser schön verdampft und das alles ein bisschen dicker wird hier. Jetzt schneide ich mal die Rouladen ein bisschen durchrühren. Unser Essen geht weiter. Ich habe hier eine Pfanne heiß gemacht und da unsere Kartoffeln reingemacht. Die sind natürlich schon vorgekocht. Die braten wir jetzt kurz an. Unsere Kohlrouladen haben wir schon aus dem heißen Wasser genommen. Das wollte ich jetzt euch nicht unbedingt zeigen. Jetzt ist ja nichts Spektakuläres. So, wenn unsere Kartoffeln jetzt nach 2-3 Minuten braten schon langsam Farbe nehmen, machen wir unsere Soße jetzt dazu. Ungefähr noch 2-3 Minuten köcheln lassen. Und dann ist auch das Essen schon fertig. Ja, unsere Kohlrouladen sind fertig. Sieht lecker aus, ne? Ist einfach und wie gesagt, Kohl, Weißkohl, eins der tollsten Produkte überhaupt. Man kann so viele tolle Sachen daraus machen. Und ja, einfach, schnell. Ja, okay, schnell wahrscheinlich eher nicht. Mit einer Stunde Kochzeit dauert es dann doch etwas länger. Aber es lohnt sich. Qualität ist halt lecker. Bis demnächst, euer Chef Alemann.